Noch nicht absehbar. Jeden Tag berichten wir für Sie aus der Welt der Wissenschaft. Und immer wenn wir das tun, prüfen wir vorab so gut wir können, ob die Wissenschaftler wirklich unabhängig von fremden Interessen arbeiten. Denn dass das nicht immer der Fall ist, das liegt auf der Hand. Es geht einfach um zu viel Geld, um Milliardenmärkte, wenn zum Beispiel neue Medikamente getestet werden. Seit gestern ist ein Dokumentarfilm in den Kinos, der eindrucksvoll zeigt, wie kritische Wissenschaftler regelrecht aus dem Geschäft gedrängt werden. Dinge, die wir nicht verstehen, machen uns Angst. Genfood etwa. Unabhängige Wissenschaftler wie Arpad Pustoy klären das für uns. Doch der renommierte Biochemiker war ein wenig zu unabhängig. Ein Wunder der Wissenschaft wird Frankenstein-Food genannt. Wie sicher sind die Bestandteile in Ihrer Ernährung? Professor Pustoys Labor befindet sich im Rowett-Institut in Schottland. Die Wissenschaftler hier versuchen herauszufinden, ob der Langzeitverzehr von genmanipulierter Nahrung die Gesundheit beeinträchtigen kann. As a scientist looking at it and actively working on the field, als Wissenschaftler, der aktiv in dem Bereich mitarbeitet, finde ich es sehr, sehr unfair, unsere Mitbürger als Versuchskaninchen zu benutzen. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich es natürlich nicht essen, bevor ich nicht einen vergleichbaren experimentellen Gegenbeweis bei gentechnisch veränderten Kartoffeln sehe. Ein ehrliches Statement im Fernsehen war zu viel. Wenige Tage später wird Pustoy entlassen. Nach über 30 Jahren am Institut. In Großbritannien war das. Er hat während seiner Fütterungsversuche festgestellt, dass also Änderungen im Immunsystem der Ratten, im Gewicht der Organe und so weiter, also alles Anzeichen, die für einen Wissenschaftler bedeuten, da müssen wir näher hinschauen. Und das wurde nicht getan, sondern im Gegenteil, er flog aus dem Institut, alle seine Unterlagen wurden konfisziert und es wurde ihm angedroht, wenn er irgendein Wort über seine Tätigkeit verlieren würde, dann würde er seine Pension verlieren. Pustoy ist bis heute nicht vollends rehabilitiert. Doch nun ist er wirklich unabhängig, ein international gefragter Kritiker der Gentechnik. Ortswechsel, Mexiko. Ein weiterer Protagonist von Gekaufte Wahrheit, der Mikrobiologe Ignacio Chapela. Er entdeckte bei Untersuchungen hier transgenen Mais. Dabei ist er in Mexiko verboten. Der genmanipulierte Mais hatte offensichtlich gestreut. Als Chapela das publiziert im Wissenschaftsmagazin Nature, schlägt die Industrie zurück. Sie heuert eine Agentur an mit dem Auftrag, Nature unter Druck zu setzen und Chapela zu diskreditieren. So this company called the Bivings Group. Diese Firma also, die Bivings Group, erschuf zwei fiktive Charaktere, zwei Doktoren, das Metashek und Dr. Habe ich vergessen. Sie erfanden zwei Namen. Diese beiden Doktoren gingen ins Internet und begannen, Gerüchte darüber zu verbreiten, dass das, was wir sagten, falsch sei und die Zeitschrift fehlerhaft wäre und so weiter und so fort. Chapela sei in erster Linie Aktivist, kaum Wissenschaftler. So geht das. Virales Marketing heißt diese ebenso raffinierte wie perfide Technik. Warum wird so ein Exempel statuiert an einer Person wie Chapela oder an einer Person wie Arpad Pustoy? Und das ist inzwischen ziemlich eindeutig. Es ist einfach eine Botschaft an die jungen Wissenschaftler, zu sagen, liebe Leute, überlegt euch genau, worauf ihr euch einlasst, welche Fragen ihr untersuchen wollt. Ihr habt das Beispiel von Pustoy und Chapela, wie es euch gehen wird. Und da schrecken die meisten jungen Wissenschaftler einfach vor zurück. Auch das zeigt der Film, die Verquickung von Industrie und Politik. Beispiel die staatliche US-Ernährungsbehörde FDA. Gesetze gegen Konzerne könnten Lobbyisten verärgern. Das Resultat der Vertuschung dieser wissenschaftlichen Fragen war, dass die FDA zu Monsanto und den anderen Firmen sagte, macht euch keine Sorgen. Wir wollen eure wissenschaftlichen Ergebnisse nicht sehen. Wir fragen euch nicht einmal nach unabhängigen Studien. Wenn ihr glaubt, es gibt ein Problem, kommt zu uns. Freiwillig. Also das ist unglaublich. Stellen Sie sich vor, wir täten das mit Drogen oder Autos. Wir halten es für sicher, außer Sie, der Produzent, sagen uns, es gibt ein Problem. Es heißt freiwillige Regulierung und ist ganz klar eine Katastrophe. So sollte eine Regierung nicht arbeiten.
Nächste Stufe, gelenkte Forschung. In Berkeley, Kalifornien, hat sich BP in die Uni eingekauft. Für 500 Millionen, heißt es. Viel wichtiger aber ist, dass sie auch Einfluss auf den Lehrplan möchten. BP hat nun auch den Zugang zu der Entscheidung, was Wissenschaft genannt wird und was nicht. Weil er gegen den BP-Deal protestierte, musste Chapela jahrelang auf seine anstehende Professur in Berkeley warten. Und hat auch jetzt noch Probleme bei der Finanzierung seiner Projekte. Das ist Amerika. Gekaufte Forschung, genmanipulierte Nahrung. Alles sehr weit weg von uns. Wir sind nach wie vor abhängig von den Importen von Soja und Mais, die gentechnisch verändert werden und in Argentinien oder Brasilien oder so produziert werden. Das heißt, die kommen hierüber, die Tiere fressen das. Und jetzt sind wir wieder am nächsten Punkt. Es gibt keine schlüssigen Untersuchungen. Gekaufte Wahrheit ist ein hemmungslos parteiischer Film. Und doch macht er erschreckend klar, wir wissen nicht, wem wir trauen können. Wir wissen nicht, was wir essen. Die Versuchstiere sind wir. Seit man die ersten Neandertaler...